lieben Kreativen da draußen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video mit mir. Ja, heute geht es weiter wieder mit dem Sailor Moon. Ich habe mich ja letztes Mal versprochen, dass das Video jetzt am 7. online, heute haben wir den 10. Warte mal, ich muss gerade überlegen. Ja, der 10. Genau, 7. Ja, 10. Ich muss gerade überlegen. Heute ist Mittwoch, der 6. November. Und ich habe mich letztes Mal versprochen, ich hätte beinahe letzten Sonntag ein Video hochgeladen. Aber ich habe es dann gemerkt in meinem Videoverlauf bei YouTube, habe ich gemerkt, oh nee, das ist ja für diesen Sonntag. Deswegen kam es ein bisschen später online. Ob ich das erzählt habe, keine Ahnung. Ja, irgendwas habe ich da erzählt und nee. Das Video ist jetzt für den 7. Das andere letzte Woche habt ihr gesehen. Und ja, das wird dann auch pünktlich hoffentlich dann 12 Uhr online kommen. Das werdet ihr dann sehen. Aber da ich das ja morgen dann hochladen will am 7., also vorab hochladen, dann dürfte es eigentlich klappen. Ja, mal gucken, wie lange wir heute brauchen. Also ich habe jetzt eigentlich nur eine Stunde Zeit. Wir haben 18 Uhr abends und ja, ich habe davor was anderes machen müssen und ja, dachte mir jetzt, machst du es endlich mal, dieses Video. Und ja, wir fangen dann hier unten wieder an. Ich habe die zwei gestickt, jetzt müssen wir vier noch rüber. Ja, genau. Eins. Habe ich hier auch ein Haar. Katzenhaar. Ja, habe es auch gleich so stehen lassen. Das habe ich halt seit letzter Woche gedreht und dann kam es ja dann Sonntag später ein bisschen online. Ja, genau. Aber das bleibt erstmal bei dem jede Woche Sonntag. Geht es erstmal mit diesem weiter. Und irgendwann mache ich dann nochmal was anderes. Und hier kommt es wieder auf den Tisch. Ja. Immer mit dabei sein, ne? Ja, ich habe nämlich die, also heute ist wie gesagt der 6. und am 5. Ich will dann den Schwanz nicht im Gesicht haben. Mensch. Wie ist mit seinem Schwanz? Ja, der sitzt neben mir auf dem Sessel und nimmt ja. Wo willst du denn hin? Hm? Ah, Mann. So, jetzt haben wir die 4. Diego. Nein, das leg dich doch mal hin jetzt hier. So, darf es auf dem Tisch sein, aber so, 4. Jetzt haben wir 3, 5, genau. Diego, was ist denn los? Leg dich hin. Na, nicht da dran, komm. Entweder legst du dich hin oder gehst. Ah. Ja, ich bin noch aussperren, aber dann schreit er die Tür an, als wie schwer ist, dass du da drin bist. Mach auf. Ja, so ist fein. So, nee, ich habe nicht, wie gesagt, das erzählen wollte. Habe jetzt schon ein paar Kekse gebacken, also eigentlich, die man noch zuschneiden muss, also hier in Scheiben schneiden muss, die es so schon zu kaufen gibt. Ja, habe schon ein bisschen was gebacken. Außer von der Sorte hätte es auch Nougat-Kekse gegeben, aber die hatten sie irgendwie nicht. Deswegen mache ich die dieses Jahr wieder selber, die mache ich aber dann nächste Woche. Ja. Also wenn Sonntag ist, mache ich die bei Montag, Dienstag. Mal gucken. Brauche ich aber nochmal eine zweite Backmischung, weil die ist noch vom letzten Jahr, aber die ist noch bis nächstes Jahr haltbar. Also okay, dann kann ich sie noch nutzen. Hoffe ich zumindest. Werde schon sehen nächste Woche, wenn ich das dann backe. Muss ich ja bis Schokokekse backen und dann gibt es ja von Dr. Oetker zum Beispiel hier so Nougat beim Backzeug. Ja, gibt eine kleine Nougat-Füllung. Hat letztes Jahr auch schon gemacht. Ganz lecker geschmeckt, war auch nicht zu süße, weil eigentlich wäre im Teig noch Nougat drin. Das mache ich aber nicht, sonst wird glaube ich zu süße. Und ja, 3, das waren wir 6. Ja, sag ich, bin aber noch dabei. Mal gucken, wie viel ich dann bis heute geschafft habe an den Namensschildern. Ich switche immer mal hin und her, dass ich so Holzanhänger mache, was ich euch schon mal gezeigt habe, und habe ich auch schon ein paar fertig. Die gehen da relativ schnell, plus die Namensschilder dauert ein bisschen länger. Aber aktuell habe ich, also jetzt am Mittwoch, genau, schon 4 Namensschilder fertig. 2 waren mit Bildchen und 2 halt ohne. Deswegen ging es auch relativ schneller. Aber ich muss auch mal die paar Rahmen noch sticken, dass ich danach noch einfach die ganzen Namen sticke. Da habe ich auch bei Etsy schöne Vorlagen gefunden, weil ich beim Disney-Kreuzstich das nicht hatte. Zum Beispiel ein Kolibri.
Ich weiß gar nicht, weil die wusste, die kannte Pocahontas nicht, die Kollegin, die neue. Und hat gefragt, Kolibri. So, warte mal, Kolibri, sag mir was. Ich weiß, dass es ein kleiner Vogel ist, aber ich konnte mir nicht genau vorstellen, was wie der aussieht. Aber ich weiß nicht, bei Pocahontas ist doch, glaube ich, auch so ein kleiner Kolibri, oder? Ist das ein Kolibri? Weiß ich jetzt gar nicht. Der ist auch so türkis-weiß. Aber naja, ich habe bei Etsy was gefunden. Hat nicht so viel gekostet. Achso, ich müsste erstmal abstreichen, ich hier weitermache. 6. Und jetzt sind wir nochmal 7. Genau. Ja, aber ja, bei Etsy, wenn man dann auf Vorlagen bestellt, das geht, sind nicht allzu teuer. Vielleicht 3-4 Euro vielleicht bezahlt für die Vorlage. Ja, ich überlege trotzdem, dass ich 2-Monats-Update den ganzen Namen schon doch vielleicht mal einblende, weil ich zeige ja keinen Nachnamen, bloß halt den Vornamen oder Abkürzung von Vornamen. Weil bei 2 Kollegen durfte ich es abkürzen. Aber bei den anderen langen Namen muss ich gucken, ob es überhaupt auf den Namensschild passt. Ansonsten muss ich dann nochmal für diese Kollegen suchen, ob ein größeres Namensschild zu finden, dass das dann auch drauf passt. Aber ich probiere es mal aus, mal gucken, ob es passt. Da kann ich dann nicht ganz so viel dran sticken, aber ja. Aber das Lustige ist, ich habe auch Katzen, Hund und so, ne, mit angegeben, dass ich das mit draufsticke, wenn mir das gewünscht. Und ich habe mindestens 3 oder 4 Kollegen, die möchten eine schwarz-weiße Katze. Ah, okay. Da habe ich schon mal 3 Motive, die dann, denke ich mal, vielleicht eventuell gleich sein werden. Nicht ganz so Aufwand, weil ein Motiv musste ich vorzeichnen. Ich habe aus 3 Vorlagen von Disney Kreuzstich von Hachette, was ich dann immer so habe, ne? Das so zusammengestellt und halt, ja, aber ist gut geworden. Also, ich bin selber zufrieden. Ja, sieht gut aus. Ich dachte, wie machst du das? Weil die wollte Emoji haben mit Kussmund und in offenes Auge, in zwinkerndes Auge, also zus Auge. Und darunter halt noch ein Herz. Und das Smiley sollte, also das Emoji soll dann das Herz halten. Aber ich habe die Finger auch gut hingekriegt. Ich dachte, na, ob ich das hinkriege, aber nö, hat gut geklappt. So, 3, 6, nochmal 7. 2 mal 7, 3, 6, 7. Ja, ich muss dann gleich nochmal abstreichen, ehe ich mich hier irgendwie verstecke. Aber ab und zu muss man ein bisschen quatschen. Aber gleichzeitig auch ein bisschen konzentrieren, dass man sich hier nicht versteckt. Ja. Ja, das war bis jetzt zum Glück nur das erste Video, was ich ein bisschen versaubeutelt hatte, weil ich ja erst eine falsche Farbe genommen habe und dann war ich zu weit oben und. Ja, aber bis jetzt sieht es gut aus, dass ich gut vorankomme oder dass ich mich nochmal verstecke. Ja, ich dachte, eh gut, eine Stunde gedreht und dann wollte ich das trotzdem hochladen. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Brauchen wir 8. 1. Ja, Jäger weiß auch nicht, wo er hin will. Mach dich ja nicht so dicke. Guck mich hier. Hier unten hier, ne, ist eine Lücke, wo der Ring nicht ist, wo ich das eingespannt. Der guckte gerade da durch. Kleiner Ragado. Ja, putz dich. So, was haben wir? 3. 4. 5. Und 6. 7. Und 8. Schüttelst du dich? Also, wenn es wieder wackelt hier, das ist mit Kater. So, nächste Reihe. Jetzt haben wir
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Gute Fahrtenreise, ich denke mal nicht, aber wir fangen mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, eins machen wir noch und dann, oder? Ja gut, warte mal, 7, 8, komm, das eine schaffen wir noch, oder dass der Faden ob hier rausrutscht. Ja, und dann kann man dann auffüllen. So, erstmal von denen. Perfekt. So, jetzt brauche ich erstmal den Faden. Ist die Farbe Sternchen. So, machen wir hier weiter. Ich glaube, ich lasse den Faden dann erstmal wieder hängen. Lass mal erstmal hier vor unten das mal noch sticken. Ich mache jetzt bloß die Reihe noch zu Ende. Dann ist das hier gleich, wie es im Orange dann. Ja, weil wenn das Video dann heute fertig ist, Donnerstag mache ich Pause mit irgendwas Bastelkram. Jetzt was Saus betrifft, weil am 7. ist dann die Trauerfeier, weil ich das letzte erzählt habe mit der Bekannten, dass die mit 49 verstorben ist. Und ja, da habe ich ja nicht so viel Zeit. Ich sage, wenn ich dann nach Hause komme, ich darf dann eher gehen, zum Glück. Weil mein einer Kollege im Frühdienst kommt ein bisschen eher und ich bin ja gerade, also wenn ich online komme, nicht mehr, aber ich habe bis Freitag früh, also noch 2 Nächte jetzt aktuell bei mir, dass ich jemanden einarbeite. Der ist auch schon letzten Monat da oder so, aber da ist unser Springer, wenn man nachts ist, dass er mal einspringen könnte. Im Falle, dass ich oder mein Gegenpart ausfällt. Na? Und ja, dann er macht den Rest ab um 5 und ja, ich darf dann ein bisschen gehen, weil ich dann halt noch ein bisschen Zeit haben möchte zum Schlafen. Weil ich um 12 wieder aufstehen muss, sonst stehe ich ja vor 14, 15 Uhr nicht auf. Und ich werde mich danach auch nochmal hinlegen müssen. Ja, es wird ein harter Tag für mich, aber naja. Hauptsache, ich bin mir dabei. Das ist mir auch schon wichtig. Ne? So, jetzt brauchen wir das so ein, dieses Raute-Zeichen, dieses Hashtag-Zeichen. Gucken, hier ist es nicht. Was ist denn jetzt runter? Hashtag-Zeichen. Ach, hier, hab's. Das ist so ein Hautfarbeton. Also hier, das Zeichen machen wir jetzt. Na, komm mal. So, jetzt fangen wir hier an.
Das hat man versteckt. Falsche Richtung angefangen. Ich muss das nochmal raus. Ich muss doch von unten rechts nach oben links, nicht andersrum. Aber zum Glück gemerkt. Na komm. Nee, und sagt Donnerstag, nee, Freitag würde ich dann anfangen, das nächste Dime Pain Video anzufangen, damit ich es das spätestens dann am Dienstag hochladen kann. Ja, sag ich aber Montag früh und ja, werde ich eh ein bisschen länger wach bleiben, weil ich auch noch dann Zahnreinigung habe. Das ist auch nicht so schön, aber muss leider immer mit mir sein. Weil dieses Jahr bekomme ich noch was zurück, ne, von der Krankenkasse. Muss dann, dann bezahlt, also muss man in die Vorkasse gehen, klar. Aber wenn ich richtig verstanden habe, wird das ab nächstes Jahr so sein, dass man dann nichts mehr zurückkriegt. Ist natürlich nicht so schön, ne, aber naja, der Staat kann es ja machen. Sag ich mir mal, aber naja. Ne, das sind die seit 95 Euro, die man da bezahlt. Und naja. Für manche echt viel Geld, also auch für mich. Ne? Aber das Glück ist, das nur einmal im Jahr. Man könnte es auch zweimal im Jahr machen, aber das zweite Mal müsste man halt komplett bezahlen, ohne dass man was zurückbekommt. Ja, und immer reicht. Ja, ja. Aber geht schon heutzutage gerne zum Zahnarzt. Ne? Also, letzten Mal war es okay, da mussten sie leider nicht, zum Glück nicht bohren. Leider nicht bohren, ich bin froh, wenn sie nicht bohren müssen. Ich sitze dann manchmal immer so verkrampft da, ne, und schon so, alles gut, Frau Klaus. Also, ja, bis jetzt ja, ich hoffe, es bleibt auch dabei. Ach man, das ist. Naja, zweimal ja gehe ich ja hin. Na, und einmal davon ist halt die Zahnreinigung. Ja, aber drei Kreuzwünsche geschafft habe. Da ich aber sage, Montag aus dem Nachtdienst komme, also heute Abend bei euch, ist dann heute Abend noch eine Nacht bei mir. Sagt, letzten drei Nächte bin ich ja dann alleine, Freitagabend bis Montag früh. Und ja, aber es war mal was anderes, mal nicht alleine im Nachtdienst zu sein. Auch einmal hat man einen Notfall gehabt, das hat eine Stunde gedauert. Weil die kam, in der Patientin kam halt den Tag vorher, also ist jetzt Dienstag zum Mittwoch passiert, der Notfall, kam Dienstag eigentlich, nee, Montag wieder, genau, war alles soweit gut. Und Dienstagabend, immer von jetzt auf gleich, war es so echt komisch irgendwie. Und ich dachte, stirbt jetzt vor uns den Augen weg oder wie? Und ja, und bis der Notarzt kommt und das feststellt, was ist denn jetzt los mit der Patientin? Weil die halt immer wieder leicht ohnmächtig wurde, was ist denn jetzt? Und ja, haben sie dann festgestellt, ja, die haben sie halt falsch eingestellt, also hochdosiert. Und das hat der Körper von der Patientin nicht verkraftet. Das war super, die arme Patientin. Und da war ich halt nur kurz weg, weil es war ja gut, dass man, war ich echt froh, dass wir jetzt mal zu spät waren. Da konnte er oben bleiben und ich musste dann mal runtergehen, weil eigentlich haben wir immer so eine Notfall-Dings, dass man halt was kopieren, alles, was die mitbrauchen halt und so, ne. Das Krankenhaus, also wenn die halt ins Krankenhaus mitgehen, ne. Brauchen sie ja manche, sie Medikamentenplan und etc. Ne? Und ja, war ich froh, dass er da war. In der Zeit, und er hat mir dann erzählt, mein Kollege, dass der eine Sanitäter das Krankenhaus, wo sie halt war, wo sie auch wieder hing ist, ne, zum neuen Einstellen das Sau gemacht irgendwie. Was habe ich denn jetzt gemacht? Nee, ich habe eins zu weit gesteckt. Ja, wie kann denn das sein, dass man das nicht merkt, dass die falsch eingestellt ist? Und ja, ich dachte, super. Aber wirklich von jetzt auf gleich, es wäre, ja, keine Ahnung, ich war mit der dann auf Toilette gewesen. Und dann haben wir sie ins Bett wieder gelegt. Und von da gleich wurde es ja komisch, also sie fühlt sich schwach an. Ja, ich dachte, was ist denn jetzt los? Also, ja, es also, gehört halt mit dazu, ne? Aber wenn es so plötzlich kommt, ist das nicht schön anzusehen. Wenn Patienten hier vor dir leidet und du
wissen wir gar nicht, was machst du denn jetzt? Na? Und naja. Ah, wir haben es gut gemeistert. Und bin ich denn hier rausgekommen? Und das Loch getroffen. Jetzt ist richtig. Aber ja, ich hoffe, sie kommt dann wieder gut zurück, dass sie dann ordentlich eingestellt wird. Ja. Ja, wir gehen doch gerne ins Krankenhaus, ne? Aber die ist freilich mitgegangen, weil sie selber gemerkt hat, auch was stimmt mit ihr nicht, ne? Und die ist ja wirklich sehr dünn, die Patientin. Und ja, also das ist dann schon heftig, wenn dann auch was nicht stimmt. Das ist ja dann wirklich eine sehr anstrengend von so einer Patientin. Besonders, wenn man halt nicht so viel Gewicht hat. Ja. Naja. Bin ich ja gar mal gespannt. Also ich kann dann nächste Woche erzählen, falls da auch was noch rauskommt. Weil ich habe dann Angst gehabt, dass dann hoffentlich hier, vor allem bin ich da jetzt Mittwochabend nicht auf Arbeit und im Vortagszeit hier diesen Krankenhaus eingeschlafen. Das wäre der schlimmste Fall, ne? Aber naja. Aber es gehört leider alles dazu. Klar, so eine Situation ist ja nicht so schön. Ne? Mir ist halt immer lieb, dass die. Also, ich freue mich meistens von Patienten, dass die dann Ruhe einschlafen können, ohne. Also, einfach halt einschlafen, ohne dass sie halt sich davor noch übelst quälen. Also, manchmal ist es schlimm. Also, manchmal Ärzte, denke ich manchmal, hatte ich nämlich auch mal einen Fall gehabt, die auch im Sterben lag eigentlich und die hatte übelste Schmerzen und der Arzt hat das Niedrigste angesetzt, was man geben kann. Na gut, so hoch ist auch nicht schön, ne? Aber ja, das war jetzt zu niedrig. Und dann hat es der Kassenarzt, also den Notarzt dann ruhig eingestellt und dann konnte sie friedlich einschlafen. Also schon ein paar Monate her, ne? War das, glaube ich, dieses Jahr gewesen, ich glaube. So, ich erstmal konzentrieren. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Erstmal abstreichen. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Jetzt muss ich aufpassen, haben wir auch wieder 5. Ja, ich sagte, bei den meisten geht es ja recht schnell, wenn die dann irgendwas zur Berührung kriegen, also Morphin kriegen manchmal. Ja, das ist dann mal von Arzt verordnet. Das muss in 4 bis 6 Stunden oder 8 Stunden, je nachdem wie der Arzt verordnet, geben können. Und dann entspannt die halt und ja, müssen dann meist nicht so lange leiden. Aber manchmal habe ich auch erlebt, dass es manchmal eine Woche dauert, das tut mir immer so leid für die Patienten, ja, aber steckt man manchmal nicht so drin, ne? Ja, besonders, kann das vielleicht nachvollziehen, dass ich sowas also allgemein nicht so gerne sehe, wenn jemand leidet, ne? Wenn man da halt schon Monate, vielleicht auch schon ein paar Jahre gepflegt hat und wenn man dann so mitkriegt, dass die nach und nach abbauen, ist manchmal nicht so schön, ne? Aber ja, macht den Job trotzdem gerne, um den Alltag der Patienten halt zu erleichtern, wo sie halt Hilfe brauchen. Sind ja wirklich, die meisten sind ja wirklich für alles dankbar. Ne? Und das ist wieder was Gutes sozusagen. Klar, es gibt auch gut, also gute und schlechte Seiten im Job. Ich glaube, es ist in jedem Job, denke ich mal, dass es da gute und schlechte Dinge gibt. Ne? Aber naja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jetzt. Na, ich mache den Job ja auch schon seit 2013, also Oktober 2013 bin ich fest in dem Job. Bin zwar erst noch Hilfskraft, der LG1-Schein, aber ja, manche sagen, was heißt denn bloß, ihr werdet auch gebraucht. Ja, das weiß ich. Ich wollte damals ja Fachkraft machen, aber hat halt nicht geklappt. Damals halt wegen der Psyche musste ich abbrechen, dann wollte ich es wieder, sagt das Arbeitsamt nein. Ich dachte, okay, dann halt nicht. Ich gerade, warte mal, 3, 5, 7, warte mal, überlegen. Habe ich mich hier versteckt? Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann eigentlich 2 rüber. Ich hätte eigentlich hier noch 1 rüber gemüsst. Habe ich irgendwie 1 zu 4 gestickt beim letzten Mal. Wahrscheinlich. Ich bin jetzt. Naja, ich trenne das jetzt nicht auf.
3, 6, 7 eigentlich. Also es müsste bei dem anderen, oder? Abschließen. Ja, sind es halt bloß 6. Habe ich beim letzten Mal hier ein Kreuz irgendwie zu viel gemacht? Weil sind es 1, 5, 6, 7, 3, 6, 7. Ich zähle nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, da habe ich eben zu viel gemacht. Ah ja, gut. Fällt es hoffentlich so weiter auf. Muss mal kurz gucken. Sonst stecke ich irgendwie drüber. Das mache ich auch manchmal. Ob man das dann sieht, weiß ich nicht. Kannst du es mal ausprobieren. Ob man das dann irgendwie sieht. Naja, warte mal. Ich streiche das erstmal ab. So, jetzt 1 rüber dann und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, minimal. Ist es halt das Kreuz ein bisschen dicker. Ich mag es aber jetzt nicht auftreten. Und sechs, sieben. Eins durch große. Ja. Jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt 2 rüber, das passt. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sieben. Drei, sechs, sieben, genau. Acht, neun. Genau. Jetzt gehen wir erstmal da zurück. So, jetzt geht's hoch und dann einmal links erstmal. Dann ist da noch 1. Dann machen wir erstmal die 2 hier. Eins, zwei.
eins hier raus. Drei schalte die zwei hier ab. So, und jetzt sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Machen wir ganze Kreuze. 1. Sieben und acht. So, dann geht's hier hoch. Das Buch. Mache ich mich was mit an. Da haben wir jetzt zwei. Eins und zwei. So, dann über den Orangen haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Genau. Machen wir jetzt ein bisschen rüber. Können wir den Faden aber gleich zu Ende machen. Gehen wir ein Stück weiter hoch. Gehen wir noch mal eins über dem Orange. Wo ist denn jetzt der Faden hier? Na, wo hängt er denn? Irgendwie hängt der Faden drin, ja. Ach Mann. Ich will noch mal rausgehen. Ich glaube, ich tue den Faden doch vernähen. Der ist irgendwie. Habe ich das zweite Ende vom Zweierfaden irgendwie mit eingenäht. Naja. Schneiden wir es doch ab. Na ja, gut, habe ich es. So, das kommt zur Seite. Haben wir schon mal die Reihe. So, das haben wir gemacht. Jetzt machen wir das Plus. Also das da. Das Plus ist... Warte, Tico, ich muss mal an meinen Garn ran. Das Plus. Das ist ein Plus. Ja. Das ist nicht hier drauf. Plus. Stoff. Mal hier rangucken. Ah, das könnte, glaube ich, das sein. Genau. Das ist nicht ganze Plus, ne, sondern das ist hier
das Zeichen 720, besonders verkleischt. Ja, ist das Zeichen. Aber es sah es von weit jetzt aus wie so ein Plus. Also ist das wieder die orangene Farbe. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 5 und 1, genau. Mal gucken, ob wir das Stück jetzt noch schaffen. Wir haben es nämlich fast na, kurz nach 6:30. Ich muss nämlich 6:50 los. Ich gebe mir Mühe, dass man wenigstens. Ja, was mache ich denn jetzt? Dass wir wenigstens das hier abschließen. Da sind wir beim nächsten Mal wirklich nur noch beim Hals, beim Haar, im Gesicht. Probieren wir weiter, ob wir dann beim nächsten Mal kommen. Und vielleicht können wir dann bald auch die Rückstiche anfangen. Ja. Die Rückstiche mache ich allgemein immer zum Schluss. Ich mache immer erst die ganzen Kreuzstiche. Gut, manche machen dann zwischendurch mal Rückstiche und so und Sonderstiche. Aber das mache ich auch meistens nach Laune. Also, aber überwiegend. Ah, nee, das ist zu viel. Eins zu viel zu gestickt. Aber meistens mache ich halt die Rückstiche immer dann erst, wenn ich einen Abschnitt geschafft habe. Also wie bei meinen Geishas zum Beispiel, da habe ich auch die ganzen Kreuzstiche erst gemacht und zum Schluss dann halt die Rückstiche. Na. Wenn man, also gut, hier würde jetzt ein bisschen was bringen, dass ich hier schon Rückstiche anfangen könnte. Ja, ne? Aber ja, mag ich erstmal noch nicht. Ich möchte erst mit euch aber, dass wir ein bisschen vorankommen. Vielleicht mache ich auch zwischendurch mal ich berücksichtige mal gucken oder ich fange sie erstmal auch ohne euch an, ich weiß es noch nicht. Aber mein, ja, mein Ziel oder mein Vorhaben, wie man es auch nennen kann, ist, dass ich eigentlich von Anfang bis Ende eigentlich mitnehmen möchte. Also ich gebe mir Mühe. Deswegen sticke ich auch gerade nicht nebenbei. Ich könnte zwar, aber da kommt immer auch was anderes dazwischen. Und ja, warte mal, 5 habe ich gesagt, ne? Und jetzt sind es auch nochmal 5, genau. Ja, mal gucken, ob wir das bis Ende November dann schaffen. Vielleicht kann ich ja dann Ende Dezember, Anfang Januar dann was Neues mit euch anfangen. Mal sehen. Ja. Ob ich dann die Sailor, anderen Sailor Mondkrieger oder Sailor Krieger auch noch mit euch mache, weiß ich noch nicht. Wenn ihr auch einen speziellen Wunsch habt, sag ich, habe von jeder Sailor Kriegerin eine Vorlage. Ich kann so euch das nochmal aufzählen. Und zwar habe ich jetzt, wie gesagt, Sailor Venus. Dann muss ich gerade überlegen. Die 5. 5, 5. Jetzt haben wir nochmal. 5. Ne, das sind 5. Warte mal. 3, oh 5. 3. Ach ne, ne, warte mal. 1, 2, 3 haben wir doch schon. Ich muss noch eins wegstreichen. Da war ich gerade irritiert. Warte, ich zähle gleich weiter auf. Und jetzt haben wir 3, 6. Dann sagt Sailor Venus habe ich. Dann Sailor Jupiter, Sailor Merkur, das sind 3. Sailor Moon, Chibi Moon, warte mal, ich habe Venus, Jupiter, Merkur,
Mars, Venus, Jupiter, Merkur, Mars, Sailor Moon, ja, Jivi Moon sind 6. Dann habe ich Sailor Uranus, Sailor Neptun, Sailor Saturn, Sailor Pluto. Waren das jetzt schon 10? Ich glaube, ne? 6. Pluto, Saturn, Uranus, Neptun. Ja, genau, die 10 habe ich. Sailor Stars leider nicht, die hätte ich auch gerne gestickt. Wir sind auch nicht so meine Lieblings-Sailor kriegen auch irgendwie, ich finde die cool. Und ja. Naja, ich bin aber meine Freunde auch gerade dabei, das noch zu Ende zu gucken. Also eine Box haben wir noch. Also wir sind jetzt auch schon bei der Stadtwaffel angekommen mit Sailor Stars und ja. 3, 5, 6. Das werden wir vielleicht spätestens im Dezember, denke ich mal, dann beenden. Da könnte man dann im Januar dann mit One Piece anfangen. Also die, ihr Freund hat halt auch One Piece Boxen und das wollen wir dann wahrscheinlich nach und nach gucken. Mal sehen. Ich habe ja schon die 35. Box zu Hause angeguckt. Ja, also ich stürze es nicht, wenn ich alles von vorne nochmal angucke. Ja. Das läuft dann manchmal eh noch nebenbei und wir machen nebenbei auch gute Bastelarbeiten. Und ja. Habe ich mal selber an mir gezweifelt. Letztens ist ja dann, klar, war da bei der letzten Staffel schon Sailor Stars dabei. Ich so, hä, die kommt da jetzt erst vor? Ja, wahrscheinlich habe ich dann nicht wirklich schon reingeguckt. Keine Ahnung. Ja, aber habe ich selber an mir gezweifelt. Meine Freunde gucken an, so, Mann, du bist auch ein bisschen putzig. Du warst auch dabei. Naja. 2, 4, nochmal 6. Sechs. So, jetzt hier hoch. Vier, fünf, sechs und sieben. Au, piekst du mich noch mit Nadelöhr. Ah. Selbst hier ist es ein bisschen spitz irgendwie. Naja. Höher. Das ist auch nochmal 3, 6, 7. So.
2 rüber, genau, und 2, 4, 6, 8 und 9. Jetzt können wir auch ganze Kreuze machen, weil das ist die letzte Reihe von der Farbe erstmal. 3. Macht ein bisschen Krach. Hey, Bischu, willst du auch dabei sein? Hm? Ja. 6. Finde ich das komisch? Ja. Das geht ja ganz mal los. Oh Mann, 6. Das war jetzt 7. Der darf auch hier sein. Dann meckert so wieder Diego an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. So. 2, 4, 6, 8, 9, genau. Jetzt gehen wir nochmal 2 hoch. Also 1 höher und dann insgesamt 2 rüber. Und dann ist die Farbe auch erstmal geschafft. Schön aus, ne? Eine fast Reihe bis auf die 2. Also Quatsch, wenn ich den Faden jetzt einfach abschneide oder so oder hängen lasse, wegen 2 Kreuzen. Deswegen habe ich das jetzt noch mitgemacht. Na. So. Hier da dran. So, das habe ich gemacht. Jetzt haben wir noch eine Farbe. Kann man das dann abschließen? Und zwar haben wir jetzt diese Farbe. Diesen umgekehrten Pfeil. Mal gucken. Ich glaube, das müsste weiß sein. Na, das ist meine. Meine. Ja. Ach, Bischu. Ach ja, stimmt, das ist das Weiß, ja. Ja, das ist der Pfeil, genau. Ist nur am Meckern. Hm? Ja. Nee. Dieses Rumgemeckere. Aber denk, du bist eine Ziege statt eine Katze. Ja. Das letzte Wort haben. Hm. Das habe ich schon gerade fast fallen lassen. Na, komm her. Au. So. Na, ich glaube, den mache ich jetzt nicht einen Knoten rein, weil das etwas länger Faden ist. Oh, Bischu, das ist meine. Ja. Musst du nicht rumdiskutieren. Hm. Ich sag doch auch nicht mehr, ja. Ach Mann. Warum wir den Faden hier reinkriegen? Na komm. So. Jetzt. Oder eine Lücke, naja. Eins, was war das eine hier?
So, dann haben wir zwei. Eins, drei, so rum. Hä? Eins, drei. Ja, nicht zwei, sondern drei. Also mal so frisch. Ich dachte, ich habe mir jetzt schon verstickt. So, jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier mal fünf Kreuze. Eins, zwei, drei, vier, fünf, und fünf. Ey, na dann geh. Der Tiergebrauch nur an ihr vorbeilaufen. Dann wird er auf den Tisch springt, sie sitzt natürlich drauf und er, naja. Und seit ich meinen Schrank mal draus ausgeleert habe, also die zwei offene Fächer, weil da sollen ja bald Vitrine hinkommen, damit ich meine ganzen nicht Lego-Figuren, sondern halt meine normalen Figuren da einlagern kann. Jetzt momentan liegt da gerne Tego. Aber naja, kann er so lange noch machen, solange da noch nichts steht. Später geht es dann auch nicht mehr. Ja, bei Schuh liegt es meistens zwischen meine Deko. Also ich habe also auch so eine Art Drachenfiguren mit Kürbis, die man eigentlich als Räuchermensch nehmen kann, aber das hat dann so gestuckt, so, nee, ich mache es nicht wieder an. Dann ist es halt nur Deko. Ja, das hat sie auch wieder verschoben, weil sie sich mittendrin reingelegt hat. Das ist okay. Ich suche die manchmal, so, wo ist sie denn? Gucke ich in den Schrank halt mittendrin, als wäre sie eine Deko-Figur, so, danke. Sieht das ja lustig aus. Naja. So, dreimal, jetzt viermal habe ich gesagt, ne? 2, 3, 4, genau. Also noch einmal eine 5er Reihe. Da ist der Faden auch fast zu Ende. Für das, was ich noch sticken möchte, reicht der Faden. Und jetzt sind es noch mal vier Kreuze und dann haben wir den Faden auch geschafft. Also mal gucken, ob das jetzt reicht. Ich habe gerade große Töne gemacht, dass der Faden reicht. Mal sehen, ob er reicht oder. Vier. Doch, es reicht. Braucht keinen neuen Faden. Perfekt. So, vier Kreuze gemacht, genau. Und jetzt wird es zurückgestochen.
So, meine Lieben, das war's für heute. Das war es heute nicht ganz so lange. Na ja, gut, fast doch eine Stunde. Hätte es auch nicht gedacht. Kam jetzt auch wie kürzer vor. Na gut, ich habe ein bisschen was geschafft. Ich habe hier ein Gelbbild gestickt, dann habe ich ja das hier hochgezogen, das Orange gestickt und das bisschen weiß. Ne, und nehme ich mal kurz ein Stückchen zurück. Ja, so sieht es jetzt aus. Aktuell muss dann auch mal nochmal den Druck, was ich vorgezeichnet habe, mit dem Föhn, dann, das mache ich vielleicht gleich noch, zumindest bis hier schon mal wegmachen. Da könnte ich meinen Kollegen schon mal ein Bild schicken, weil ich weiß nicht, ob er die Videos ob alle geguckt hat. Die ersten Videos habe ich ihm geschickt, von letzten Sonntag noch nicht. Und ja, muss ich ihm dann nochmal sagen, dass er gerne reingucken kann, wenn er das möchte. Also ist ja keine Überraschung, sondern er weiß ja, dass ich das für ihn mache. Und ja, sind wir jetzt so weit. Also haben wir echt viel geschafft. Ne? Also es sieht schon nach Sailor Venus aus. Und ja, wir haben dann halt nur noch den Kopf, also den Hals, den Kopf und die Haare. Ich belege, ob ich dann das hier oben mal kurz dann ohne euch mache, wenn ich das dann mit euch zusammen gemacht habe, dass ich dann vielleicht nur noch die Rückstiche mache. Da hier bloß, na gut, zwei Farben waren hier. Ja, zwei, genau. Dann würde ich das eventuell dann ohne euch machen. Das wäre sonst zu langweilig, nur noch eine Farbe zu sehen. Und ja, meine Lieben, wir haben es jetzt gleich 19 Uhr. Ich muss gleich wieder auf Arbeit. Ich sag, bei mir ist ja Mittwoch, der 6. November. Und ihr seht das Video am 10. Genau. Gut, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Mal sehen, was ich dann wieder mit euch painte. Also bis dahin und tschüss.